Was willst du mit deinem Leben machen? Guten Morgen Deutschland! Die Frage, was man mit seinem eigenen Leben machen soll, beinhaltet, wenn diese Frage von einem Fremden gestellt wird, einen gewissen gesellschaftlichen Druck. Aber auch wenn man diese Frage an sich selber stellt, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen, entsteht ein Druck. Ein Druck zu antworten. Eine passende Antwort zu finden. Man hat das Gefühl, gewisse Erwartungen erfüllen zu müssen. Nicht nur die von der Gesellschaft und den damit verbundenen Ansehen, was man damit erreichen möchte, sondern eben auch den eigenen Erwartungen, die man wirklich ganz persönlich für sich hat. Man hat gewisse Vorbilder oder man möchte einfach Dinge erreichen und ja, da werden zwangsläufig auch damit dann Entscheidungen getroffen, wie ich möchte diesen Beruf oder diesen Job machen oder ich werde so eine Person heiraten oder ich möchte finanziell unabhängig werden, und all diese Entscheidungen geben eine gewisse Form der Orientierung, eine, man kann schon sagen, so eine gewisse Form der Sicherheit. Man trifft eine Entscheidung und dann hat man eine Leitlinie. Doch wenn man sich frei macht von dieser Frage, was willst du mit deinem Leben machen, dann hat man einfach die Möglichkeit, unterschiedliche Dinge zu tun, zu probieren, unterschiedliche Menschen zu treffen, unterschiedliche Ideen zu hören und darüber nachzudenken, unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Umgebungen zu beobachten und einfach seinen Horizont zu erweitern. Du musst nicht wirklich wissen, was du in deinem Leben machen willst und was du werden willst. Du brauchst keine Leitlinie, die dann automatisch dafür sorgt, dass du nur noch in eine Richtung schaust. Das ist nicht notwendig. Es reicht vollkommen aus zu wissen, was man nicht tun möchte oder was man nicht sein möchte. Und mit der Zeit lernt man dann ganz intuitiv, wo seine Talente liegen, oder was man gerne macht und wie man damit auch überleben kann. Man lernt, was man der Gesellschaft geben kann und was dann auch von der Gesellschaft auch dankbar dann angenommen wird. Einfach aus dem Grund, weil es dann auch richtig ist. Es ist dann das, was zu dir passt. Und lass dich dann nicht verunsichern, dass andere Menschen andere Wege gehen. Davon, dass alle deine Freunde zum Beispiel jetzt geheiratet haben oder dass alle deine Freunde bereits ein Kind haben. Denke nicht, was ist falsch mit mir, warum bin ich noch nicht so weit wie die anderen. Und dann tust du Dinge, die du eigentlich gar nicht tun willst. Jeder Mensch ist einzigartig, ich sag das immer wieder. Und jeder muss seinen Frieden für sich selber finden, seinen eigenen Weg gehen. Wenn dein Herz dir nicht sagt, dass du etwas tun sollst, dann tu es nicht. Und sei nicht unzufrieden, weil du in deiner Umgebung der Einzige bist, der etwas tut oder etwas nicht tut. Denn wenn du dich davon abhängig machst, dann stehst du am Ende von deinem Leben da und fragst dich, Warum habe ich das alles getan? Und dann begreifst du, dass dein Leben quasi verschwendet hast. Wenn du dich nicht bereit fühlst, jetzt große Entscheidungen zu treffen, dann triffst du auch einfach nicht. Sondern nutze dann lieber die Vorteile, die dieser entscheidungsfreie Raum quasi, der dich umgibt, der offeriert. Aber andererseits, mach auch nicht den Fehler, da zu sitzen und einfach auf seinen Stuhl zu hocken und zu sagen, ich will keine Entscheidung treffen, weil ich könnte ja die falsche Entscheidung treffen, und wenn ich mich für das entscheide, dann kann ich ja nicht das machen, und wenn ich das nicht mache, dann geht das nicht und so weiter. So wirst du dann einfach auch nur stehen bleiben und in dich gar nicht entwickeln. Das Leben lässt sich nur einmal nicht zurückspulen, und man kann auch nach einer Entscheidung dann nicht einfach zurückgehen und einfach eine neue Entscheidung treffen. Das funktioniert nicht. Das ist alles so eine große Entwicklung. Aber das lehnt viele Menschen, und dann sitzen sie eben da und treffen gar keine Entscheidung und bleiben total inaktiv. Deswegen sage ich auch, seid vorsichtig, wenn ihr jetzt große Entscheidungen trifft. Wirklich, seid vorsichtig. Aber auch die Inaktivität ist eine Gefahr, und auch die Inaktivität ist eine Entscheidung. Mach dir also keine Gedanken darüber, was du erreichen möchtest, sondern tu einfach die Dinge, aber tu sie, die du magst, und beobachte bewusst deine Umwelt, probier Dinge aus und bleib nicht stehen in deiner Entwicklung. Lass dich nicht von anderen Menschen überzeugen, wie wichtig dieses oder jenes ist, oder dass man sowas macht oder dass man sowas vor allem nicht macht oder dass das unverantwortlich ist, sondern tu die Dinge einfach, ohne ein Ziel zu haben, und wenn große Entscheidungen anstehen, wie die, was du eigentlich in deinem Leben erreichen willst, das ist ja so eine große Entscheidung, dann wirst du irgendwann deine Bestimmung gefunden haben, intuitiv, und du wirst es erkennen und tief und auch in dir spüren, dann
und dann hast du dich gefunden, dann hast du deinen Weg gefunden, dann bist du nicht mehr auf der Suche, sondern dann bist du du. Und diese Zusammenhänge, die möchte ich heute euch gerne mitgeben, aus einem einfachen Grunde, weil ich habe lange gesucht und ein Ziel versucht zu formulieren, bis ich eben darauf gestoßen bin, dass ich einfach frei sein möchte davon, dass ich einfach ja keine Entscheidung treffe, aber trotzdem nicht stehen bleibe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dem heutigen Tag und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.